Sonne. Wow, wow. Ja, ein tolles Wetter heute. Und wenn ihr auf eine Versammlung kommt und der Versammlungsleiter spricht vom Wetter und nicht vom Klima, dann wisst ihr alle, ihr seid dort richtig. Ja. Alle die, die nicht jeden Montag hier sind, sondern nur anlassbezogen heute mal hierher gekommen sind und natürlich auch für unseren Herrn Ministerpräsident dort drüben. Wir machen das nicht nur seinetwegen, wir machen das hier jeden Montag. Wir sind hier jeden Montag für Frieden, Freiheit und Demokratie auf der Straße. Wir haben ja unlängst wieder einen Corona-Ausschusstag gehabt. Wir haben ja die einzige Landesregierung, die einen Untersuchungsausschuss zum Corona-Verbrechen, ich nenne es nur das Corona-Verbrechen, zum Corona-Verbrechen auf die Beine gestellt hat. Und in der letzten oder in der vorletzten Ausschusssitzung wurde auch Herr Ministerpräsident Dietmar Woidke vorgeladen. Und da hat er sich doch sehr schwammig dazu geäußert, in wessen Hand die Corona-Politik im Land Brandenburg war. Er hat gesagt, es hätte von den Landräten auf der Landkreisebene anders entschieden werden können. Das ist wahrscheinlich eine Erinnerungslücke in dem Alter von etwas über 60 Jahren, 61, 63 Jahren, in dem er jetzt ist. Kann das schon mal passieren? Es war nicht die Entscheidungshoheit der Landräte. Es war direkt vorgegeben über die Verordnung des Landes Brandenburg, dass ab einer bestimmten Inzidenz Menschen, die ungeimpft und ungenesen waren, die einfach nur gesund waren, ihre bürgerlichen Rechte verloren haben. Und das werden wir ihm und seiner Regierung nie vergessen. Ich hoffe, dass das auch im Ausschuss dementsprechend gewürdigt wird, weil das ist wie eine Falscheidaussage. Also im Ausschuss, wenn man dort was aussagt, ist das wie unter Eid. Von daher kommt es jetzt auf die einzelnen Begriffe an. Da gibt es eine junge Journalistin, die heißt Aya Velasquez, das ist ihr Kunstname. Die ist in jeder Ausschusssitzung dabei und arbeitet das im Nachgang gründlich auf. Die hat auch den Dokumentarfilm über den Reichstagssturm gemacht und arbeitet auch an den RKI-Files. Das werden wir genau beobachten, zu welchen Schlüssen sie kommt. Aber wir haben noch andere Themen für heute. Zum einen, wir hatten es in der Ankündigung schon aufgeschrieben oder verkündet, wenn ihr hier euren Ärger über Ministerpräsident Dietmar Woidke die Luft lassen wollt oder an die Luft lassen wollt, eurem Ärger Raum geben wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ihr könnt hier gerne auf die Bühne kommen und sagen, Mensch, Tamir, gib mir mal das Mikro. Ich möchte da auch noch was berichten aus der Corona-Zeit. Oder was anderes, was euch an den fast 34 Jahren SPD-Regierung, die wir hier in Brandenburg nun hinter uns haben, über Stolpe, Platzek und Woidke, jeder über 10 Jahre. Ich habe neulich gelernt, dass Dietmar Woidke länger Minister und Ministerpräsident ist als Erich Honecker. Also wie gesagt, er hat das verstanden mit dem sozialistischen Kader, das hat er verstanden. Also wenn jemand sich Luft verschaffen möchte, dann ist er hier herzlich eingeladen. Ich habe noch ein Thema, was ich ansprechen möchte, was auch auf diese Landesregierung zurückzuführen ist. Jetzt nicht so zu 100% auf Herrn Woidke, aber wenn man ihn in Interviews erlebt, dann rühmt er sich immer damit, mit der Verspargelung unserer Landschaft. Ja, ihr habt es ja sicherlich mitgekriegt. Im Süden von Dahme-Spreewald, in Heinesee, da will man im Naturpark einen neuen Windpark aufbauen. Eine absolute Sauerei. Und anlässlich dieser Sauerei war ich nach Halver eingeladen und hatte dort zu der Bürgerbewegung, zu der Protestbewegung, die sich dort natürlich auch bildet, gesprochen. Und als erstes habe ich alle gefragt, sag mal, wenn ihr einen Windrad aufstellen würdet, wo würdet ihr das denn hinstellen? Da, wo der Wind weht, oder? Ja, wo weht der Wind? Wo weht der scharfe Wind? Wo pfeift der Wind? An der See, genau. An der See, da weht der Wind.
Und deshalb jetzt die Frage an euch: Wo stehen wohl die meisten Windkraftanlagen in der Bundesrepublik Deutschland? Fast Brandenburg, fast. Brandenburg ist auf zweitem Platz. Niedersachsen liegt ja an der See so ein bisschen. Ihr wisst, da oben im Norden. Nordrhein-Westfalen. Da stehen 12, da sind 12,6 Millionen Kilowatt Windkraftanlagen aufgestellt. Brandenburg auf Platz 2 mit 8,5 Millionen Kilowatt Windenergieanlagen. Noch vor Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, ihr wisst, das ist auch irgendwo da oben im Norden. Norden müsste dort sein, da oben im Norden. Mit 8,2 Millionen Kilowattstunden. Und dann gibt es noch ein drittes Bundesland, das liegt auch direkt an der See. Das kennt ihr noch vom Sommerurlaub. Mecklenburg-Vorpommern. Was meint ihr, wie viel dort steht? Nur 3,9. Nur 3,9 Millionen Kilowattstunden sind dort aufgebaut. Also man sieht, Brandenburg ist der Platzhirsch mittendrin im Speck, nicht an der Küste, die zweitgrößte Anzahl an installierter Leistung Windkraftanlagen. Und das zieht sich dahin über die Jahre 2003 mit 1500 Windkraftanlagen, 2013 mit 3200 Windkraftanlagen, dann 2023 schon 4000 Windkraftanlagen. Aber nicht nur die Windkraftanlagen steigen, etwas anderes steigt auch. Und das merkt ihr. Und das habt ihr schon gemerkt vor dem unsäglichen Krieg in der Ukraine. Es steigen die Strompreise und es steigen vor allen Dingen die Netzentgelte. Die Netzentgelte legt jeder Netzbetreiber fest. Das heißt, die sind unterschiedlich in den Bundesländern und auch in einzelnen Regionen, wer gerade den Strom liefert. Aber im Bundesdurchschnitt, nur um eine Orientierungszahl zu haben, hat man 2013 250 Euro gezahlt, Netzentgelte, für das, was ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht, 4000 Kilowattstunden. 2023 waren es schon 350 für 4000 Kilowattstunden. Und 2024, nachdem die Netzentgelte weggefallen sind, sind es 441 Euro für 4000 Kilowattstunden. Das ist eine der Folgen der vielen Windkraftanlagen und der Solarparks. Denn was man nicht sieht und worüber nicht geredet wird, ist über die vielen Kupferkabel, Hochleitungen und Hochspannungsmasten, die überall in der Republik aufgestellt werden müssen. Früher hatten wir wenige Kraftwerke. Wir hatten Heizkraftwerke in Berlin, die nebenbei auch noch Strom erzeugt haben, als Abfallprodukt sozusagen. Wir hatten hier in Brandenburg Jänschwalde als großes Heizkraftwerk und die Schwarze Pumpe als großes Heizkraftwerk, die auch nebenbei Strom erzeugt haben. Da reichte eine Leitung und da kam ganz viel Strom rüber. Mittlerweile stehen überall in unseren Wäldern die Windkraftanlagen und die müssen alle verkabelt, überwacht, geschaltet und kontrolliert werden. Und das findet man wieder in diesen Netzentgelten. Und diese Netzentgelte führen auch zu dieser abstrusen Situation, dass wir hier in Brandenburg zwar wahnsinnig viele Windkraftanlagen haben, aber mitunter den teuersten Strom in der Bundesrepublik. Hier zahlt eine dreiköpfige Familie auch ungefähr 4000 Kilowattstunden im Jahr einen Durchschnittspreis von 1540 Euro für den Strom. Der Bundesdurchschnitt sind nur 1495 Euro, also ein Unterschied von fast 150 Euro. Das alles bringen die vielen tollen Windräder mit sich. Es wird für uns teurer. Es gibt nur zwei Leute, die bei der Windkraft nicht verlieren, die immer nur gewinnen. Das ist zum einen der Netzbetreiber, sondern der Anlagenbetreiber, weil die kriegen Garantieabnahmen, die müssen ihren Strom nicht verkaufen, der wird ihnen einfach abgenommen, ob der Wind weht oder nicht. Und auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht sagen die Kommunen, sondern die Leitung der Kommunen, die Stadtverordneten, die Landkreise, weil die auch davon einen Teil abkriegen und dieses Geld einsetzen können. Und damit locken sie auch die Bürger. Sie versprechen dann 800.000 Euro kommunale Einnahmen im Jahr durch die Windkraft. Aber die kommen ja nicht bei uns Bürgern an. Die werden für Projekte ausgegeben, die sich für uns nie bemerkbar machen. In Königswusterhausen aktuell kostenlose Tampons und Binden auf allen öffentlichen WCs. Dafür wird das Geld dann ausgegeben. Und das wollen wir nicht.